Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted Nathan Drake Collection. In diesem Fall der erste Teil. Der erste sehr gute Teil. Und ich nehme hier mal, glaube ich, die M4. Das ist sinnvoller. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? In der letzten Folge musste ich die. Das wollte ja eigentlich eine Aufnahmesession werden. Die musste ich. Aua. Au, aua. Ich bin gleich schon tot. Musste ich ja. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja. Musste ich ja frühzeitig abbrechen. Aufgrund von privaten Gründen, die jetzt hier nichts zur Sache zu tun haben. Und ich muss mich erstmal wieder ins Spiel reinfinden, muss ich sagen. So. Hä? Oh Mann, Alter, warum muss ich auch den Headshot fällen? Ja, ich bin schon wieder fast tot, Alter, von wo denn? Ja, hier kann ich nicht stehen bleiben. Hier kann ich auch nicht stehen bleiben, oder? Mehr oder weniger. So, weg mit dir. Mann, Alter, das regt mich schon wieder auf. Ja, dieses Spiel hat immer wieder Pause. Ich weiß nicht, irgendwie macht mir das in letzter Zeit nicht mehr so viel Spaß. Und dann hat man natürlich auch keine Lust, das zu spielen, wenn es einen keinen Spaß macht. So, Header. Junge, Alter, was ist das? Die gehen hier schon wieder so ab. Ja, ins Bein. Ins Daneben. So, ins Gesicht. Das war auf jeden Fall geil. Ja, das macht aber auch Spaß, ey. Nein, aber ich will dieses Spiel auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Ich mag ja auch die Spieleserie, aber in letzter Zeit hat mir das halt keinen Spaß gemacht. Erstmal, weil ich ein bisschen sehr rumgefällt habe. Zweitens, weil ich ein bisschen sehr rumgefällt habe. Drittens, weil ich ein bisschen sehr rumgefällt habe. Viertens, weil ich ein bisschen sehr rumgefällt habe. Und fünftens, weil ich ein bisschen sehr rumgefällt habe. Und ja, das macht dann halt keinen Spaß auf Dauer. Hallo. Nee, also das größte Problem fand ich war immer der Aufnahmeumstand. Es ist nicht wirklich angenehm, dieses Spiel aufzunehmen. Das liegt allerdings nicht an dem Spiel an sich, sondern an den Umständen halt, dass ich das halt über meinen PC aufnehmen muss und das halt mit der Elgato ein bisschen schlecht geregelt ist. Weil da kann die Elgato nichts für. Die Elgato geht nur halt leider davon aus, dass man einen vernünftigen PC besitzt. Weil man natürlich als Ver- Oh, bitte nicht. Wo denn? Wo denn? Wo? Hallo? Also die setzt halt voraus. Ja, genau. Weißt du, stirb einfach nochmal, Drake. Wie wär's damit? Tu was Produktives. Stirb. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Sehr schön. Ja, also, das Problem ist halt einfach, die Elgato geht halt davon aus, dass man einen vernünftigen PC besitzt. Das tue ich nicht. Ne? Also funktioniert das Ganze auch nicht so. Funktioniert das Ganze auch nicht so? Das darf doch nicht wahr sein. Geh doch in Deckung, meine Fresse, Drake, Alter. Ich wollte ihm unbedingt einen Headshot geben. Ja, das hat mich eine Kugel gekostet. Ja, ich hole mir meine M4 wieder. Naja, aber die Aufnahme umgestellt ist halt wirklich nicht leicht. Zudem war die Lust fürs Spiel einfach sehr raus. Nach dem ganzen Rumgefälle, nach dem ganzen Rumgesuche immer bei den Rätseln. Weil ich weiß noch, wie lange es dauert ungefähr. Es dauert nicht mehr lange. Dann sind wir mit diesem Teil durch. Das ist auch der kürzeste Teil. Und meiner Meinung nach auch der, also, was heißt meine Meinung, der schlechteste. Das heißt nichts. Die anderen Teile haben sich einfach verbessert.
was für eine Spieleserie in der Größe relativ schwierig ist. Abgesehen von Lost Legacy, was ich so unglaublich Müll finde. Das war nur nochmal, oh, Uncharted 4 hat sich richtig gut verkauft. Und Uncharted ist voll die prominente, aussagestarke Marke. Was können wir da nur tun? Hm, einen beschissenen scheiß Drecksteil noch rausbringen, damit wir versuchen noch das... damit wir versuchen, die Spieleserie noch richtig auszumelken, obwohl keiner da Lust drauf hat. Es ist überhaupt kein Fanservice, wenn wir eine Serie nicht mal mit dem gleichen Hauptcharakter machen. Das ist wie wenn wir aus Tomb Raider Lara Croft rausnehmen. Das ist einfach nur noch Müll. Ich kann auch bei Mario, ich kann auch Mario-Spiele ohne Mario machen. Und jetzt kann man sagen, hä, das Prinzip von Uncharted ist aber was anderes. Ja, das Prinzip von Mario ist auch nur Jump and Run, da kann ich Mario auch rausnehmen. Aber das macht keinen Sinn. Wenn ich Uncharted spiele, will ich auch mit Nathan Drake spielen und nicht mit irgendeiner Kackperson. Die Person interessiert mich nämlich nicht. So, rein in den Schatz, genug beschwert. Heute wird's aber hoffentlich mal eine Aufnahmesession. Hey. Ja, Schnauze. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß schon, was los ist. Ah ja, genau. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall. Hat was mit den Symbolen zu tun. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. So, wir haben Pfeile nach oben, Krone nach oben, Kelch nach oben. So, erstmal die Pfeile gerade rücken. Anker. Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Schlange nach links. Passt so. Keine Ahnung, was ist denn das? Ich kann das nicht erkennen. Egal. So, das ist Bullshit, ist das in erster Linie. Weil es hier so dunkel ist und ich nicht sehen kann. Kelch ist richtig, Krone ist richtig, oder was wollen wir? Sicher, dass wir hier richtig sind? Das muss nach links. Warte mal, ich kurz einmal was machen. So. So, da sind wir wieder. Ich habe so unglaublich schlechte Laune. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich habe auch irgendwie überhaupt keine Lust mehr, dieses Spiel so lange stehen zu lassen, bis es einfach vergammelt. Deswegen wird das jetzt zu Ende gespielt. Ob ich mich da jetzt durchspiele oder durchquäle, ist ja ganz meine Sache. Schlange passt, Krone. Krone passt. Ich kann ja mal den Kelch drehen. Ich sehe es halt nicht, weil es so verfickt dunkel ist. Das passt schon so. Oh. So rum. Ja, hi. Yay. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich aufnehme, deswegen muss ich jetzt erstmal 10 Minuten spielen und dann hoffen, dass alles funktioniert. Ich muss die Folgen tatsächlich leider bei Uncharted beenden, immer und kann es nicht in Staffel aufnehmen. Wir sind im Geschäft. Weil halt die Fresse ich rede. Weil ich das Problem habe, dass ich es nicht schneiden kann sonst, wenn es 2 Stunden sind zum Beispiel, vergesst es. Was hältst du davon? Ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Bestimmt ist das eine Sackgasse, wenn du so richtig krass wie davon machen musst. Und am Ende ist es eine Sackgasse. Mist. Was ist das denn? Sali, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Vor allem, anstatt ihn reinzuziehen, nein, wir pushen ihn raus. Sali, wenn alles okay? Alles okay? Sally, Sally, Sally. Ja, alles gut, es geht weiter mit der Ollen, die mir dann übel auf dem Sack geht. Ich hoffe, die wird später erträglicher. Wir müssen irgendwie anders. Ich habe immer noch keinen Ton, der ist mega abgefuckt, deswegen scheiße. Und jetzt geht es nur noch nach vorne. Computer, die einfachsten Dinge auszuführen. So. Das da. Was da will ich hören. So, und los geht's. Hatten wir keine Taschenlampe? Taschenlampe. Hallo. Okay, dann nicht. Wir hätten zwar eine Taschenlampe, aber nein, wir benutzen die Fackeln.
Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Alter Wort. Wo sollen wir lang gehen? Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Eins. Warte mal. Fünf. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Zwei, das muss fünf, etwas bedeuten. Sieben. Zwei. Hier lang geht's zu zwei. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Drei, nö. So zwei. Eins. Oh, die Rätselreihen gehen mir auch langsam so auf den Sack, weil das immer die gleiche Scheiße ist. Weil du es nicht verstehst. Was war das? Ja, great. Okay, anscheinend müssen wir hier hoch. Vielleicht ist es ja auch egal, in welcher Reihe wir das aktivieren. Also auf jeden Fall brauchen wir 5. 5 ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die wir brauchen. Das muss für irgendwas gut sein. Das hier ist 2. Okay. Okay, doch 2. Guck dein Event und... weg. Da aktivieren sich jetzt Sun Raider. Es tut sich was. Es tut sich was. Nate, warst du das? Nate, hier unten bewegt sich plötzlich was. Das ist nicht mal unten, Alter. Das ist normal auf meiner Höhe, Alter. Du laberst Müll, Vibe. Ich hasse dich. Will, dass du stirbst, Schlampe. Because this makes sense. Einfach so ein... ja, spring fast runter. Also es macht auf jeden Fall Sinn, einfach so eine brennende Sally, Kacke hörst da. Du mich? Ja, einfach brennende Pendel. Vor allem, wer hat die angezündet? Verdammt, nichts. Und ich sehe da unten das Glitzernde. Okay. Also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, in welchem Universum das Sinn macht. So, 2. Für 5 wurde hier hochgezeigt. Ich sehe hier keine 5. Also, nehme ich mal an, dass diese Zeichen einen lediglich verwirren sollen. Weil bis jetzt tun sie es. Hier steht 6. Hier steht 5 ist geradeaus. Ja, dann gehe ich geradeaus und es passiert nichts. Und jetzt zeigt er mir auf 2, bei der ich schon war. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass die Zahlen Sinn machen. Okay, also ich habe es von unten berührt und wurde nach rechts weggeschlagen. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, ich beende mir die Folge, gönn mir eine kurze Ausrastpause und und dann geht's auch weiter. Dann auch mit Lösung. Ja, ist ja. Einmal das gleich. Einmal versuche ich noch das, was ich denke, was richtig ist. Tipp. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, dass ich da hoch muss, weißt du? Danke. Danke, Tipp. Habe ich noch nie gemacht, da hoch. Bin ich noch nicht. Nee.
bist du überhaupt nicht unnötig, Tipp. Diese brennenden Panel machen immer noch so viel Sinn wie alles andere hier. Soll ich mal versuchen, daran zu springen? Wenn das schafft er nicht. Ja, er hängt sich einfach runter. Gute Idee, Drake. Spring! Nein, kann er nicht dranhängen. Vor allem die Olle denkt sich auch halt so bestimmt so. Warum, Bruder? Warum? Was ist das hier? Junge, ich weiß doch, dass ich da hoch muss, du Drecksspiel. Halt die Fresse. Was ist das für ein Tipp? So, ich bin hier schon 20 Mal hochgelandet. Ich gebe ihm einen sinnvollen Tipp. Er muss da hoch. So, 6 in diese Richtung. Hier ist nichts. Und nun? Nichts. Okay. Wisst ihr, ich hasse mein Leben. Ne? Also egal wie krass mich zum Beispiel Super Mario Bros. Lost Levels aufregt. Sind nicht mal ansatzweise berührt, aber gut, ne? Man fliegt natürlich sofort nach links. Ne? Egal wie krass ein Super Mario Bros. Lost Levels aufregen kann. Ne? Ein Spiel, was man wirklich nicht spielen will, aber es einfach beenden möchte. Also so eine Mischung aus, ich will's einfach nicht, aber ich will's auch irgendwie. Also es macht schon keinen Sinn. Nein, also das Spiel hier zu spielen macht mir gerade persönlich gar keinen Spaß. Das liegt aber auch daran, dass ich einen extrem schlechten Tag habe und einfach überhaupt keinen Bock, überhaupt gerade irgendwas zu zocken. So, jetzt wäre mal ein Tipp ganz sinnvoll. Weil hier zum Beispiel bin ich jetzt an diesem Punkt angelangt, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das auch nur ansatzweise machen soll. Kann ich mal drauf schießen, ganz schnell. Was hier wenig. Ich kann da vielleicht hinspringen. Ich kann hier vielleicht hinspringen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist einfach hoch. Ich sehe überhaupt nichts, weil das Spiel schon wieder dieses schöne dunkle Verhältnis hat. Ich springe einfach mal hier hin. So, das war auf jeden Fall schon mal in irgendeiner Art und Weise richtig. Ich sehe immer noch so gut wie gar nichts. Zu 7 muss ich nicht hin. Zu 2 muss ich nicht, zu 1 muss ich nicht. Jetzt zeigt ihr mir nochmal an, dass ich falsch bin. Ich gehe mal zu 2. Da steht 5 geradeaus. Sieht mir nach einem sehr sicheren Weg aus. Oh ja. Ah, ein Fehler und ich darf wieder von vorne anfangen. What the fuck, warum kommt jetzt eine Katze hin? Hey, pass auf, das Ding sieht nicht sicher aus. Oh, sieht auch nicht sicher aus, weil es nicht sicher ist. Bruder. Schon gut. Zum Glück habe ich da gerade auf den Quicktime geachtet, Alter. Sonst wäre er schon wieder verreckt, ey. Meine Fresse. Vor allem, wo habe ich es jetzt geschafft, irgendwas zu machen? Wo wollte ich denn hin überhaupt? Offensichtlicherweise habe ich es gerade zu 5 geschafft. Ja, ich habe den ersten gekillt. Ich dachte, da kann man in der Mitte stehen und das ist auch wahrscheinlich die Lösung, aber ja. Ne, werde vom zweiten getötet. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube, die Zeit für diese Folge ist auch schon wieder abgelaufen und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, wie ich darüber bin. Beziehungsweise ich muss einfach hier kurz einmal den Gamecatcher HD Cut setzen, weil das ist das einzige, was ich tappen muss. Ne? Das ist klar. Und nein. Oh, warum? Gott, warum? Ach, zum Kotzen. Ich verliere gerade richtig meine Nerven. Das freut mich so. Okay, und jetzt kommt auch noch dieses eklige Kacklied von diesem ekligen Dreckshurensohn. Kein Bock. So, ich würde mich dann fürs Zusehen für die heutige Folge bedanken.
Ich würde dann sagen, ich mache direkt mit meinen Qualen weiter. Und wie sieht das dann direkt in der nächsten Folge? Ich werde das heute auf jeden Fall beenden, weil nochmal werde ich die Spiele nicht anfassen. Also, den ersten Teil zumindest. Also, wieder auch Zeit da nicht. Dann würde ich mich für das Zusehen bedanken. Haut raus. Ciao.